Und weiter gehen unsere sportlichen Aktivitäten in Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Rio 2016. Heute als erstes mit dem Speerwurf. Ja, wer hat denn hier die krassen Muckis, hä? Bowser, bist du bereit? Ich denke schon, oder? Zeig, was du kannst. Ja, ich würde gerne heute die letzten vier Sportarten in den Part reinpacken. Ich hoffe, das klappt. So, was ist denn da zu tun? Drück schnell A, um Anlauf zu nehmen. Drücke B, um das Kraftsammeln zu starten. Ja, okay. Drücke B, um den Wurf zu beginnen. Bist du zu langsam, gilt das als Fehlversuch. Wähle einen Winkel mit B. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Oh mein, also irgendwie alles mit B und keine Ahnung. Starten wir es mal. Ich muss ungefähr 70 Meter werfen. Ja, ist machbar, ja. Im Real Life schaffe ich wahrscheinlich nicht mal 10 oder so. Na, keine Ahnung. Okay, also erstmal A und dann irgendwann B. Okay, jetzt. Nochmal. Hä, was? Warum? Wieso? Ich habe B gedrückt. Was war denn falsch daran? Hätte das nur einmal sein müssen, oder was? What the heck? Ja, okay, man hat ja mehrere Versuche, jetzt drücke ich es mal nur einmal. Hier steht schnell drücken. Schnell, 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 dann B. Ach, gedrückt halten! Ah, okay, okay, Alter, jetzt bin ich im Bilde und tatsächlich, ich hab die 70 geknackt. Mehr als das Doppelte als beim ersten Mal. Okay. Na gut. Vielleicht können wir das nochmal toppen. Mal schauen. Wäre geil. Yeah! Komm, 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 komm. Nee, der ist schlechter. Doch, um einen Meter. Das sind jetzt wahrscheinlich natürlich trotzdem keine total beeindruckenden Werte, aber wie gesagt, es ist der First Try und es hat gereicht, von daher bin ich total zufrieden. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen weiter vorgehen können, ne? Ich denke, ich habe B zu früh losgelassen, sowohl beim zweiten als auch beim dritten Wurf, aber ich wollte halt kein Risiko eingehen. Hauptsache, wir kriegen das Abzeichen. Das ist mein Ziel, deswegen bin ich happy, vor allem, weil der erste Wurf ja richtig für den Arsch war. Aber gut. Dann weiter geht's mit der 4x100-Meter-Staffel. Da nehmen wir jetzt mal den Yoshi-Kopf. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Achso, ich muss auch alle vier wählen? Ja, gut, okay. Dann weiß ich nicht, was noch? Tails, Luigi und... Oh, wer ist denn noch gut? Hatten wir den schon? Nee, ne? Bowser Jr., komm mal her. Man muss ja auch immer gucken, weil bei manchen Disziplinen gibt es exklusive Charaktere. Weiß auch nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Drücke schnell B, um Kraft zu sammeln. Dann drücke A beim Startsignal. Drücke die angezeigten Knöpfe, um Kraft zu sammeln, wenn dein Teammitglied losläuft. Um den Stab zu übergeben, drücke A, wenn der Kreis das Symbol berührt. Gib den Stab bei maximaler Kraft weiter, um einen Supersprint auszuführen. Ja, auch hier müssen wir halt wieder schauen, wie das hier funktioniert. Keine Ahnung. Diese komischen Beschreibungen da sind alle furchtbar. Also erstmal B, ne? Oder war es A? Warte. Also, der Start war scheiße. Nochmal von vorne. Auf die Plätze. Fertig. Ah, zu früh. Nein. Einmal zu spät, dann zu früh. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ah, der war auch nicht gut. Was? Ach so! Oh Gosh! Ja, Mann! Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Auf die Plätze! Ich war nur überrascht davon, dass plötzlich Tails zu sehen war. Sehr überrascht. Also A, B, 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 B. Jetzt rennt er und dann müssen wir hier diese komischen Timings machen. Okay. Und zack. Na, der war nicht gut.
Der war nicht gut, Leute. Boah, das regt mich halt auf, ne? Die werten das schon als... Scheiße! Da musst du mega drauf vorbereitet sein, wann die einzelnen Charaktere irgendwie drankommen. Mann! Und dieses Gamepad ist viel zu breit! Wollte ich nur mal gesagt haben. Ist voll schwer, da A und B schnell zu drücken. So, aber jetzt konzentrieren wir uns mal. Ja, der war gut. Und jetzt schön A. Und das, ach so, stimmt, jetzt macht er den Supersprint, deswegen muss ich nichts drücken. Okay. Immer wenn perfekt ist, müssen wir nichts mehr drücken. Dann laufen sie so... So schon perfekt. Was? Das am Ende war jetzt ein bisschen unfair. Es war ja nie die Rede davon, dass man auch mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken muss. Boah, das... Also die ersten zwei waren gut. Die ersten drei. Aber dann beim letzten... Hat es eigentlich trotzdem gereicht jetzt? Ja. Aber komm, das geht so schnell, wir können das nochmal probieren. Beim letzten hat man auch wenig Zeit. Das ist sauschwer, da eine ordentliche Kombination in den 2 Sekunden hinzubekommen. Damit die zufrieden sind. Auf die Plätze! Fertig! Los. Oh, und der Start ist auch nicht gut. So, jetzt also 1, dann 2 und 3 und lauf, lauf, lauf. Jetzt perfekt, bitte. Sehr gut. Dann müssen wir nichts drücken. Weiter zu Luigi. A. Achso, bei dem musste man auch schon 2. Na gut, aber das war einfacher als bei dem anderen. Wo auch L dazu kam. Hier jetzt schon wieder. Fuck. Oh, ein Fehler, ne? Ein gottverdammter Fehler. Ah, und dann zu spät gedrückt. Aber trotzdem ist es eine bessere Zeit als vorher. Ich glaube, 40 haben wir noch gehabt. Dang. Also da kannst du dich auch wieder selbst herausfordern und eine extrem gute Zeit rausarbeiten. Ich bin jetzt erstmal damit zufrieden. Hätte zwar natürlich auch ganz gerne unter 40, aber machen wir mal weiter. Ein Fehler reicht halt aus. Dann kannst du schon nicht mehr so schnell rennen. Du musst halt im Prinzip eigentlich alles perfekt haben. Und man muss den Start gut hinkriegen. Das ist das Wichtigste. Und anscheinend kommt beim letzten Charakter auch immer L vor, also einen Finger schon mal dahin halten. Ja, als nächstes machen wir Gymnastik. Das ist eigentlich etwas, worauf ich am wenigsten Bock habe. Aber... Hä? Eigentlich hat man mir gesagt, dass hier Rosalina spielbar ist. Wo ist sie denn? Ist die da doch nicht dabei? Oder muss die erst freigeschaltet werden? Oh, wie dumm ist das denn? Na gut, dann nehmen wir halt Peach. Also für alle männlichen Zuschauer wird das jetzt, glaube ich, ganz interessant. Aber das ist jetzt nur Nebensache. Was ist denn zu tun? Die Rhythmussterne gleiten von oben nach unten. Also tut mir leid, aber was ich da jetzt zweideutig denke, ist... Ja. Drücke den Knopf, wenn sie die Linie überqueren. Drücke das Steuerkreuz für die linke Linie und A für die rechte. Bitte was? Aha. Ach so, okay. Punkte mit einem Bonusstern, um die Bonuszeit zu aktivieren. Während der Bonuszeit gibt es keinen Unterschied zwischen rechts und links. Drücke während deiner Kür den Knopf genau dann, wenn der Ring das Symbol berührt. Oh Gott, das wird nix. Was? So viele verschiedene Modi gibt's hier? Okay. Ich muss aber hoffentlich nur einmal das hier spielen, oder? Weil, wie gesagt, auf Gymnastik habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Ach so, ah ja, gut. Jetzt habe ich verstanden. Alles, was da rechts ist, ist halt für A. Und links mit dem Steuerkreuz. So, dann hier die Kür. Ja, ist nur großartig.
Ja, wir werden es schon hinkriegen. Es ist ja mit leicht beschrieben worden. Boah, aber so Timing-Sachen sind eh... Also zumindest in dieser Art nicht so ganz mein Ding. Da kann man allerdings auch richtig krasse Highscores erzielen. Man sieht ja schon selbst auf leicht, in welche Richtung das geht. Ich will gar nicht wissen, wie die schwierigen Stücke ausschauen. Allein dieser Blick war den Kauf des Spiels wert. Also ihr seht, das Geld ist gut angelegt. 10 out of 10.100 Punkte auf Metacritic. Normalerweise ist Nintendo ja immer übelst am Zensieren und so. Hätte mich nicht gewundert, wenn in der Ami-Version oder bei uns diese Sportart komplett fehlt. Aber wow, sie haben es sogar drin gelassen. Übel. Ja, 14k sind in Ordnung. Ist Platz 1 und ein 1000er, aber der Rekord liegt halt bei 16.000. Haben wir jetzt das Goldabzeichen oder muss ich das jetzt ernsthaft nochmal machen? Nein, ich muss es nicht noch einmal machen, aber ich habe mich dazu entschieden, es trotzdem nochmal zu tun. Diesmal allerdings mit Daisy, denn es steht ja nicht jeder auf Blondinen, nicht wahr? So, let's go. Uiuiui. Das ist gleich viel schneller als das andere. Man möchte meinen, das ist doppelt so schnell. Oh Gott. Sehr fordernd auf jeden Fall. Was? Wieso denn jetzt B? Oh shit. Ja, das ist viel schwieriger. Aber irgendwie auch spaßig, ich weiß nicht. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Ja, nur großartig, ich brauche mehr Perfekt. Gerade weil ich da am Anfang ziemlich viel versemmelt hatte. Ja, jetzt wird's besser. Okay, B. Und A und A und A und A. Boah, die versuchen einen aber auch abzulenken, hey. Diesen Tanze da. Wieso steht das so oft verfehlt? Das stimmt doch gar nicht. Ich drück doch. Kann die unmöglich verfehlt haben. Das war jetzt fies. Geht die ganze Geschichte plötzlich da nach rechts? Habe ich nicht erwartet gehabt. Eieiei. Gut war das nicht. Aber das ist auch wirklich viel, viel schwieriger gewesen als, das erste Mal. Boah, wir sind letzter Platz. Was zur Hölle. Aber gut, damit bestätigt sich nur noch einmal, dass solche Sachen wirklich nicht mein Ding sind. Naja, was soll's, ne? Hauptsache, wir haben das Goldabzeichen. Das kriegt man ja schon vielleicht. Allerdings möchte ich schwierig nicht sehen. Das wäre dann, glaube ich, wirklich zu hoch für mich. Ja, aber ich habe ja Gymnastik bewusst so lange vor mich hingeschoben, ähnlich wie Tischtennis, denn ich denke, auch da werde ich mich furchtbar schlecht anstellen. Ich kann es im Real Life nicht, ich mag es auch nicht. Warum sollte ich also plötzlich gut sein? Naja, wir probieren es trotzdem. Yoshi, vielleicht kannst du ja was. Ich hoffe es. Er kann ja vielleicht mit seiner Zunge unauffällig ganz schnell den Ball nochmal auffangen und zurück auf den Tisch schlagen, wenn er runterfällt. Also, was ist zu tun? Drücke A für den Aufschlag. Ziele mit dem linken Analogstick. Drücke A für einen geraden Schlag. Drücke B für einen Schlag mit Spin. Wenn du den Ball annimmst, drücke den Knopf etwas früher, um Kraft zu sammeln. Wenn du genug Kraft gesammelt hast, kannst du einen besonders schnellen Schlag ausführen. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Gegen Daisy. Ich denke, ich werde ganz, ganz schlecht sein.
Ja, genau. Alter, wie kann die so viel Power sammeln? Das ist ja abnormal. Nicht dein Ernst. Oh Gott. Das ist ja noch schlechter, als ich dachte. Was? Was war das denn? Yoshi, dein Ernst? Oh komm, der hätte doch echt ein Punkt sein können. Jetzt komme ich ein bisschen rein, langsam. Aber halt auch nur ein bisschen. Warum? Wieso kriegt immer sie die Möglichkeit, da voll drauf zu hauen und ich nicht? Ich kann auch nicht aufladen. Ich halte den Knopf gedrückt. Wenn sie voll drauf zimmert, kann ich nur versuchen, irgendwie abzuwehren. Mehr nicht. Ach komm, laber mich nicht zu. Nicht einen einzigen gottverdammten Punkt? Wirklich? Das kann jetzt nicht wahr sein. So, schön aufgeladen. Ich mach ja sogar mit Spin, Alter! Und trotzdem kriegt sie wieder den Punkt. Oh mein Gott. Ich habe auf jeden Fall meine Hasssportart gefunden. Also dieses Spiel auf jeden Fall. Yes, ich habe einen Punkt. Ich kann es nicht fassen. Geil. Nur noch 2-1. Mach dich auf was gefasst, Daisy. Ich mach dich jetzt platt. Siehst du? Voll krass, ne? Bin ich nicht ein Mega-Gegner? So hart zu bespielen. Größte Herausforderung deines Lebens. Das reicht mir jetzt. Komm, Yoshi. Hol uns noch einen Punkt. Ich habe nicht B losgelassen. Was war das bitte? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe auch nichts losgelassen. Davor hat er die Spannung ja auch halten können. Wieso in dem Fall nicht? Ja, ist eh verkackt. Oder? Oh, okay. Das war mal ein schöner Konter, wie auch immer das gelungen ist. Da habe ich mich vertändelt. Ja, ich glaube, man sieht schon, das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir hier das Abzeichen bekommen, weil ich kann es halt einfach nicht. Es wundert mich auch nicht, deswegen habe ich es ja als letztes gemacht. Ich kann diesen Sport nicht, egal ob in einem Spiel oder im Real Life. Ich kann ihn nicht. Boah, der war so gut. Muss ich sagen, wirklich gut, Daisy. Warum ist die denn so stark? Stimmt, ich habe die CPUs ja hochgestellt, ne? In solchen Sportarten kriege ich das dann halt zu spüren. Ich fürchte, ich muss sie runterstellen. Ich werde sie sonst niemals besiegen können. Ich kann das nicht. Jeder kann irgendwas nicht. Bei mir ist es Tischtennis. Leider. Wow, wie... Hä? Es gibt aber auch Schläge, die sind unglaublich stark und ich weiß nicht, wie er die macht. Gibt's irgendwelche erweiterten Tipps von... Jetzt schon wieder? Sag mal... What's going on? Gibt's irgendwelche erweiterten Tipps, von denen ich nichts weiß? Hier zum Beispiel Backspin. Das hat mir kein Mensch gesagt, dass er das kann. Schmettern mit Maxkraft. Okay. Ja, ich werde es weiter versuchen, aber ich brauche auf jeden Fall auch Glück. Das ist klar. Boah, der war wichtig. Der war was? Zur Hölle! Mann, Alter, mit diesem Schlag kriegt sie mich jedes Mal. Der schlägt ganz vorne ein, rechts, und fliegt dann übelst schnell runter. So kann ich nicht reagieren. Aber sie zum Glück auch nicht. Ich glaube, ich muss früher loslassen, um zu schlagen, damit er die Power auch wirklich komplett anwenden kann. Ah, der war nicht gut. Zu spät. Oh, Scheiße!
Aber nicht aufgeben, es ist die beste Runde. Wir liegen nur einen Punkt zurück. Aber sie hat jetzt wieder die Möglichkeit, voll drauf zu hauen. Ja, du mich auch. Komm, oh, Boy. Hol auf die Geschichte. Nein, nicht schon wieder so einen blöden Kack hier. Wenn er ins Stolpern gerät, dann ist es fast schon aus. Mann, schlag halt. Wieso stolperst du so hässlich? Boah. Nein. Oh, das war jetzt aber schön erzwungen. Eine tolle Führung. Nur wird sie wahrscheinlich nicht lange anhalten. Na, wenigstens habe ich Aufschlag. Weil bei gegnerischem Aufschlag bin ich extrem schlecht, habe ich gemerkt. Weiß der Teufel wieso. Oh, der war aber auch geil. Was zur Hölle? Island und England hier gerade am Start. Oh, Schnauze nicht zu voll halten hier, sonst gibt es gleich wieder aufs Maul. Siehst du? Einfach Fresse halten, sonst wird's noch schlimmer. Concentration. Wir hatten eine ganz gute Situation, wir können sie zurückbekommen, wenn wir jetzt punkten, was wir nicht tun. Wieso bin ich eigentlich so dumm? Dass der Ball nach links geht, war sowas von offensichtlich. Scheiße. Halt dich ran! Gib ihr, Mann! Blöde Kuh! Oh, mit Netz, aber hat anscheinend keine Auswirkungen, oder? Nicht so richtig, jedenfalls. Oh, aber ist das hart umkämpft jetzt? Als ob! Wie bitte? Wieso hat er jetzt den Powerschlag nicht gemacht? Ja komm, also den habe ich jetzt schon verdient, oder? Kann doch nicht sein. Ja, sag mal. Bist du verarscht, oder was? Wow, also das war die geilste Runde bislang. Sogar mit gutem Ausgang. Wer hätte es gedacht? Niemand, ich weiß. Aber trotzdem ist es so. 3-2. Junge, ich sag dir, bleib dran hier. Mach keinen Scheiß. Yes! Jetzt hat sie mal einen Fehler gemacht. Das ist ja noch nie passiert. Oh, aber gegnerischer Aufschlag. Ich sag's ja, das ist immer Kacke, weil ich da so dumm bin. Das ist dein Moment, Alter. Ja, yeah, ich kann's nicht fassen. 5-2. Wenn ich jetzt noch verkacke. Wenn ich jetzt noch verkacke. Werde ich 5000 Abonnenten blockieren zur Strafe. Also, halt dich ran jetzt. Nein, schon wieder so scheiße. Ah, nein. Darf ich bitte wieder Aufschlag haben, Spiel? Oder ist das so eine Regel, dass immer... Nee, okay. So, komm. Bleib hier gechillt, Yoshi. Kannst gewinnen. Du kannst es gewinnen. Jetzt deine Chance. Island ist durch! Ich bin der schlechteste Tischtennisspieler auf diesem Planeten. Das möchte ich hier an dieser Stelle zugeben. Aber ich habe gewonnen, Alter! Und alle Abzeichen. Im nächsten Part starten dann die Olympischen Spiele. Nicht verpassen!